Die kleine Gemeinde Zwiefalden im Landkreis Reutlingen ist vor allem wegen ihrer Klosterkirche, einer Brauerei und einer psychiatrischen Einrichtung bekannt. Der malerische Ort ist eine der besonderen Sehenswürdigkeiten der schwäbischen Barockstraße. Was viele nicht wissen, auch Zwiefalden kämpft mit Problemen, die typisch für kleinere Albgemeinden im ländlichen Raum sind. Es fehlen Wohnungen, Gewerbeansiedlungen und die dafür erforderlichen Bauflächen. Es mangelt aber auch an schnellem Internet. Vor allem aber fehlt das Geld, derartige Projekte selbst zu stemmen. Nach einem Besuch des baden-württembergischen Ministers für ländlichen Raum, Peter Haug, gibt es jetzt freilich Hoffnung. Peter Haug, CDU, Minister für ländlichen Raum, im Rahmen seines Gemeindebesuchs in Zwiefalden Sonderbuch. Dort steht es mit Kanalisation, Wasserversorgung und Straßenbelägen nicht mehr zum Besten. Weil Einsickerungen auch von landwirtschaftlich verunreinigten Wässern ins Grundwasser drohen, herrscht extremer Handlungsbedarf. Die dafür notwendigen rund 2 Millionen Euro können die Gemeinde bei einem Gesamtetat von rund 7 Millionen alleine nicht aufbringen, so der dortige Bürgermeister Matthias Henne. Nur eines von vielen Problemen, die für kleine Gemeinden im ländlichen strukturschwachen Raum typisch sind. In dem am äußersten südwestlichen Rand des Landkreises Reutlingen gelegenen Zwiefalden mit seinen 7 Teilgemeinden leben rund 2200 Einwohner. Dem mit seinem Münster touristisch viel besuchten Ort fehlt es an genehmigten Flächen für Bau- und Gewerbeansiedlungen, aber auch am schnellen Internet. Trotz Postkartenidylle, der Wegzug von vor allem jungen Leuten droht. Und hier, so Henne beim Gespräch im Rathaus, brauche die Gemeinde dringend Hilfe aus Stuttgart. Bei all den für uns sehr wichtigen Entwicklungs- und Investitionsvorhaben sind wir stets auf jedwede Unterstützung aus Förderprogrammen wie ELR, LIDER, diverse Fachfördertöpfe und den Ausgleichsstock angewiesen. All diese wichtigen Entwicklungschancen werden, und da sind wir uns sicherlich miteinander einig, nur gelingen, wenn uns das Land dabei finanziell unter die Arme greift. Ansonsten drohe das Ausbluten des ländlichen Raums mit Konsequenzen auch für den Rest des Landes. Denn hier leben die Menschen, die unseren Mittelstand als Speerspitze der Wirtschaft am Laufen halten, durch nachhaltige Landwirtschaft, Landschafts- und Naturschutz betreiben, Menschen, die ihren Traditionen verpflichtet sind. Haug, der bereits in der Vorvorgängerregierung Minister für ländlichen Raum war und aus dem ländlich geprägten Odenwald stammt, versprach sich weiter, ganz besonders für die ländlichen Gebiete einzusetzen. Was wir brauchen, ist Wettbewerbsgleichheit, ist doch ganz klar, wenn keine Breitbandanbindung da ist, zieht niemand mehr ins Luftland. Da machen wir es überhaupt gar nicht so. Und da ist ja früher erst mal argumentiert worden, das brauchen wir wegen der Wirtschaftlichkeit und wegen der Unternehmen. Das stimmt, natürlich. Genauso aber sei heute keiner mehr irgendwo bereit, privat auf eine hervorragende Webanbindung zu verzichten. Die Interessen des ländlichen Raums, den politischen Vertretern der Städte nahezubringen, sei alles andere als leicht. Das gelte auch für das Thema des genehmigten Bauflächenverbrauchs. Das sind alles nicht so Selbstverständlichkeiten, weil mittlerweile 70% der Abgeordneten, ähnlich wie die Bevölkerung, halt nicht mehr im ländlichen Raum lebt, sondern in der Stadt. Oder in den Verdichtungsräumen und in den Ballungsräumen. Der ländliche Raum, so Haug, dürfe sich nicht wie unter Grün-Rot zum Naturschutz- und Ausflugspark der Städte entwickeln. Im konkreten Fall der Sanierung der Abwasser- und Wasserversorgung von Zwiefalden-Sonderbuch hinterließ der CDU-Landwirtschaftsminister, der sich ins Goldene Buch der Gemeinde eintrug, ein positives Signal. Haug will sich um Lösungsmöglichkeiten für Zwiefalden kümmern. Mittlerweile ist zeitnah ein Gespräch mit Henne und dem grünen Umweltminister Franz Untersteller verbucht.